Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Im letzten Part haben wir erstmal kurz einen Link-Cup für Dennis gestaltet, wo er einfach mal ein Shiny-Pokémon gefangen hat. Ah, eine Frechheit. Und dann haben wir hier gegen Commander Jupiter gekämpft gehabt. Und ja, erfolgreich besiegt. Und damit steht dieses Gebäude wohl leer. Und dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Und dann wurden wir aufgefordert, geh doch mal zum Fahrradhändler. Ja, das machen wir. Das machen wir. Tatsächlich alles leer geräumt. Auf einmal ist immer noch leer. Komisch. Und ja, dann hindern, ne? So, und da sind wir beim Fahrradhändler. Also wollen wir doch mal da rein, ne? Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit wenigstens ein Fahrrad schenken. Komm mal bitte eben mit. Okay. Warum gehen wir denn nach draußen? Die Fahrräder stehen doch hier drin. Hör mal. Bei der Farbe des Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Aber für welche entscheidest du dich? Früher gab es das nicht. Das ist ja was. Ja, welche Farbe nehmen wir denn? Guck mal, kleben wir mal gelb an. Einfach mal gucken. Oh, das gelbe Fahrrad soll es also sein. Oh, ich denke mal, warum denn nicht, ne? Komm, lass uns das gelbe nehmen. Lass uns das gelbe Fahrrad nehmen. Eine vortreffliche Wahl. Bei diesem strahlenden Gelb hat man glatt das Gefühl, eine Ladung Strom von Pikachu abbekommen zu haben. Die Farbe passt wirklich gut zu dir. Dankeschön. Wenn du das meinst. Ja, das Fahrrad kommt in die Basis-Item. Das ist das neueste Modell. Ich lese dir mal die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den B-Knopf, um zwischen den Gängen zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell, kannst dein Rad aber dafür leichter manövrieren. Im zweiten Gang fährst du schnell, wie der Wind. Damit kannst du im Nu Hänge hinaufdüsen, die du im ersten Gang nie bewältigt hättest. Also, schwing dich mit in den Sattel und erkunde all die schönen Routen und Städte mit dem Fahrrad. Ja, Fahrrad. Wähle das Fahrrad über die Basis-Item-Tasche deines Beutels aus und schwing dich in den Sattel. Drücke den B-Knopf, um den Gang zu wechseln und so die Geschwindigkeit zu erhöhen. Dasselbe, was er gesagt hat, das wäre gerade das blaue Fahrrad gewesen. Und dann wollen wir das Ganze mal eben wirklich registrieren. Registrieren wir das mal auf das Feld, genau. Und dann können wir ja losdüsen wieder. Sollen wir aber auch wahrscheinlich jetzt, ja, auf den Radweg sollen wir dann jetzt. Also, machen wir das doch, machen wir das doch. So, und dann haben wir ja durch. Und dann sind wir auf der Route 206. Hallöchen. Hallo, du bist ja auch... Ja, hier gibt es ein paar Trainer. Und die gucken ja alle in die falsche Richtung. So ungefähr, ich wollte gar nicht jetzt allen ausweichen. Ja, Ring, Ring, pass auf, wo du hinfährst. Oder ich fahre dich um, genau. Dann fahr mich doch mal um. Aber vorher mache ich dich platt. Mit deinem einzigen Pokémon, was du hast. Ein Ponita. Hallo, na? Ja, mit Floater haben wir eine vortreffliche Wahl. Und da sieht man uns auch mal einmal mit dem Outfit fürs Wasser. Aber Ponita haben wir doch schon einmal besiegt, tatsächlich. Ja, ein Rutenschlag. Senkt doch unsere Verteidigung so ein wenig, wenn du das in Ordnung findest. Und dann noch einmal die Aquaknarie. Und dann hat er sich auch schon mit dir ausgearbeitet. Wie gesagt, Trainer, die wir jetzt hier nicht besiegen. Ich werde auch jetzt auf der Route hier nicht alle Trainer besiegen. Die werden wir ein andermal besiegen, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber sonst kommen wir zu hart in der Levelkurve nach oben. Oh, ich habe mich vorhin sonst abgestrampelt. Tja, das war ärgerlich. Und für den Radweg ist es so, man fährt automatisch runter. Also wenn ich den Kontrollstick loslasse, fährt er automatisch runter. Du und ich, wir fahren beide Rad. Und wir haben beide Pokémon dabei. Darf ich einfach mal nicht verlieren? Digga, da darf ich einfach mal nicht verlieren. Nee, das darfst du nicht. Tja, Ilke, zwei Pokémon hast du. Dann zeig doch mal, was du hast. Ein Staralili. Oh, das ist aber niedlich. Das ist bestimmt Bedroher. Nein, er hat es nicht. Hat es nicht in den Level. Auf der Entwicklungsstufe. So. Naja, komm, mach mal ein Biss, ne? Ja, beißen wir dich kaputt. Und ein Flügelschlag.
Und dann sollten wir bestimmt auch schon gleich im nächsten Level sein, wenn ich das gerade richtig sehe. Jetzt ist es... Achso, Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb macht es einfach. Hurra. Und da ist er schon weg. Einfach so. Weg, platt. Und sei doch Level 20. Du bist immer noch unser schwächstes Mitglied. Tja, liegt daran, dass Rave einfach so hart aufsteigt. Und nochmal ein paar Nieder, da bleiben wir einfach mal glatt drin, oder? Einmal schnell eine Aquaknarre. Und dann verschwindest du auch. Verschwinde! Es überlebt das einfach. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja. Du hast Bock darauf, unsere Verteidigung zu senken. Doch, wir. Wir machen dich einfach hinfort. Genau so. Wunderbar. Oh, hoppla, ich bin einfach vom Rad gefallen. Tja, dann muss ich gleich wieder aufsteigen. So. Achso, genau. Den nehmen wir mal nicht mit. Und dann... Den aber noch einmal. Den noch, ne? Solange du noch Kraft hast, kannst du mit deinem eigenen Fahrrad überall hin. Aber nur solange du Kraft hast. Also, wenn du Muskelkater hast, musst du eine Pause machen. Ist einfach so. Arne, zeig mal, was du hast. Ein Zubat. Yeah. Yeah. Damit bist du richtig krass unterwegs, du. Deswegen wollen wir doch mal schauen, ne? Einmal ein bisschen beißen. Vielleicht schreckst du auch zurück. Nö, macht das natürlich nicht. Macht der Stauner dafür. Auch in Ordnung. Dann beißen wir noch ein zweites Mal. Doppelt gebissen hält besser. Weg mit dir. Und dann... Tschüssikowski, Arne. Ja, keuch, keuch und schnauf, ne? Ja, genau, genau, genau. Okay, dann heißt es aber jetzt auch hier ab. Ja, lieben Radfahrern geht es um Geschwindigkeit. Andere möchten lieber ihre Technik optimieren. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre einfach nur mit dem Fahrrad. Rachel, zwei Pokémon hast du. Ein Shinux. Oh, wie süß. Wir haben ein Luxio. Wir haben ein Luxio. Aber alles hier noch erste Entwicklungsstufen, ne? Einfach so. Ich glaube, Shinux hätte sie doch schon mit Level 14 entwickelt. Aber... Nö. Hätte wirklich schon Luxio machen können. Gut. Dann wechseln wir doch einfach mal, ne? Wechseln wir doch mal. Ja, Jesse, du darfst auch mal wieder ran. Wir wollen ja heute nicht alles mit Flora machen. Nicht komplett. Nicht komplett. So, Jesse. Dann machen wir, ja, einmal eine Rasierblatt, ne? Und dann, ja, verschwindest du einfach. So ist das halt. So ist das halt. Und dann als nächstes noch ein zweites Shinux. Ach komm, dann wechseln wir zu Torben. Ja, Torben darf auch mal. Los, Torben, du machst das schon, du machst das schon. Auch du kamst ein bisschen zu kurz, wobei im Arena-Cup warst du dran, also gegen Silvana. Aber, ja, Doppelbedroher. Das war ja so richtig effektiv. Und wir sind sowieso schneller als die Shinux. Einfach schon aufgrund der besseren Basiswerte. Es ist zurückgeschreckt. Glück muss man haben, Glück muss man haben. Aber nochmal, die Flinkklaue muss doppelt wirken. Einfach so. Gut. Klapp bist du. Ein Level up, die IP, die sind so wenig. Aber ist auf jeden Fall besser. Ah, du hast wohl sowohl Tempo als auch Technik drauf. Tja, danke schön. Ein bisschen Kleingeld für uns. Und jetzt heißt es, verlassen wir die Route. So einfach. So, wir haben noch eine Dame. Das ist aber ein tolles Fahrrad. Ich glaube, die Sticker hier sind genau das Richtige für dich. Drei Himmelsticker B. Das ist ja was. Himmelsticker, das klingt ja gut für Kramux. Ja, ich weiß, wie man die Gänge wechselt. So, und hier sind immer weitere Beeren. Das ist auch gut. Beeren. Beeren sind toll. Mimi-Beeren.
Hui, Himbeeren sind schön. Und nochmal. So, und tatsächlich können wir hier nochmal wieder nach oben gehen. Aber vorher will ich nochmal gucken. Haben wir das schon? Beutel? Tatsächlich haben wir das. Ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe TM70 Blitz. Will sie aber nicht so dem Pokémon hier beibringen. Ja, will ich nochmal kurz checken. Können natürlich die Pokémon in meiner PC-Box. Ich habe hier nämlich noch... Das war mal ehemals der XVM-Sklave. Den habe ich ja jetzt nicht getauscht. Den habe ich jetzt einfach Cracky Elise genannt. Weil, warum denn nicht? Und Silby Zip. Das ist eigentlich beide mal gerade mal von meinem Team, wenn ich im Untergrund mal irgendwie doch mal was machen musste. Zum Beispiel jetzt letztens. Und ich will unserem Team nämlich nicht Blitz beibringen. Und da habe ich gedacht, gut. Guck mal, Silby Zip kann zum Beispiel Blitz erlernen. Da ist es dann mir jetzt nicht ganz so wichtig. Die brauchen wir nämlich gleich. Und dafür kommt... Klaps erstmal weg. Ciao, Klaps. Und Zippy Zipper Klaps vergessen. Und nun hat es Blitz. Das heißt, Cracky Elise geht raus. So einfach ist das. Tschüssi. So, und Zippy Zip, die wird jetzt auch nur einmal hier gerade in dem Bereich drin sein. Ansonsten bleibt sie nicht da. So, das heißt, dann können wir ja einmal aber nochmal kurz heilen. So, dann ist auch Flodo wieder auf einem guten Stand der Dinge. Und dann können wir hier ja ein bisschen mal fahren. Und erstmal einen Encounter. Was haben wir denn hier? Ein Kleinstein. Ja, nee. Nee. Denn, wie wollen wir da hinten hin? Da ist nämlich noch was und das brauchen wir. Aber dafür müssen wir auch erstmal nochmal hier schauen. Hier haben wir eine Sprühdose Superschutz. Auch gar nicht so schlecht. Und hier haben wir nochmal zwei Beeren. Was haben wir denn hier? Phragia-Beeren. Und nochmal. Die waren hier echt kreativ, muss ich sagen. So, dann nochmal, Hallöchen, ein Ponita. Oh, hallo. Aber wir gehen wieder. Dich will ich nicht, mit dir will ich nichts zu tun haben. Gar nichts. Verschwinde. So, und dann haben wir einen Feuerheiler. Okay, und... So, einmal runter vom Fahrrad, gehen wir hier zu Fuß mit lang. Hier ist noch ein Trainer. Vielleicht wäre ein Schutz doch besser gewesen an der Stelle. Und da haben wir dich doch. Oh, hoppala. Oh, hast du mich erschreckt? Na, dann lass doch mal kämpfen. Machen wir. Wir kämpfen mit dir. Tobias, mit deinen zwei Kleinsteinen, die du wahrscheinlich haben wirst. Oh, nix. Okay. Auch in Ordnung. Aber mal weg mit dir. Floater, du hast es besser drauf. Wir können nämlich Aquaknari. Und er hat Robustheit, ne? Ja. Ja, genau. Ich stehe ja weit in Vorproduktion so ein bisschen. Und deswegen unter dem Part, der ja von mir aus gestern erschienen ist, das war Part 6. War das Part 6? Ja, da hat Bone drunter geschrieben gehabt, ja, dass ich mich da ja getäuscht hatte. Mit der Robustheit. Robustheit gibt es seit der dritten Generation. Hab mich tatsächlich nochmal nachgelesen. Aber erst seit der fünften Generation hat sie den Effekt, dass auch normale Treffer, die ein K.O. verursachen würden, ja, auch vor K.O. bewahrt. Und vorher war das so, vor der fünften Generation, dass einfach nur K.O.-Attacken wie Gelatine oder sonst was gesagt hätten, die wirken nicht. Aber sonst, ja, das war halt damals anders, habe ich nicht gewusst. Und deswegen war ich dann jahrelang felsenfester Überzeugung von wegen, das ist dann halt nicht existent. Jahrelang. Aber man lernt nie aus. Und Bone ist wohl ein Experte. Grüße gehen raus. Und jetzt wollen wir hier einmal in unsere bizarre Höhle.
So heißt sie nämlich, unsere bizarre Höhle. Sie ist relativ dunkel und deswegen brauche ich da ein Pokémon, welches Blitz kann. Und schwuppdiwupp wird die Höhle ein bisschen hell. Und hier neben ist noch ein anderer Eingang. Aber tatsächlich reicht uns auch schon der aus. Ja, wir wollen Zertrümmerer einsetzen. Wollen wir uns ein bisschen umschauen. Umschauen. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Hier schon mal nicht. Aber. Das wollte ich gar nicht. Hier ist nichts. Und weg mit dir wieder. Dann gehen wir nach oben. Oder erstmal, was haben wir denn hier? Ein Zubat. Ja, großartig. Wir können hier Zubats fangen. Wo sonst auch nicht, wenn es sich Höhle nennt. Gehen wir wieder. Tatsächlich ist es nämlich so, dass sich hier eines unserer nächsten Teammitglieder befindet. In dieser Höhle. Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen weiter suchen. Und in der Zeit uns die wilden Pokémon ergehen lassen, die uns sonst so hier begegnen und nicht unser Encounter sind. Zum Beispiel Zubat. Wollen wir zum Beispiel gar nicht haben, ne? Drum, weiter geht's, immer weiter. Hier ist ein Item, ein Fluchtseil. Das heißt, wir können hier schon mal ganz schnell wieder raus. Auch gar nicht so schlecht. Oh, nochmal. Nein, Zubat. Ey, diese Zubat sind schön, ne? Also, eigentlich würde ich sagen, aktivieren wir uns einen Schutz. Aber da würde ich ja mal Pokémon gar nicht begegnen. Das wäre ja auch doof. Das wäre ja richtig doof. Drum müssen wir natürlich weiter tapfer sein. Und immer gucken, wo kommen wir denn da hin? Worum geht es nicht weiter? Da geht es auch nicht weiter. Das Gefühl, ich drehe mich hier gerade ein bisschen im Kreis. Okay, wenn wir mal nach oben gehen, da geht es auch nicht weiter. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mal, wie häufig das Pokémon ist, aber ich würde mal sagen, wir neigen uns eigentlich dem Part-Ende zu, aber ich würde dieses Pokémon noch in diesem Part fangen. Deswegen, wer bist denn du? Nee, mit dir will ich hier noch nicht rumlaufen. Aber, tja. Okay. Nee, du. Achso, muss ich auch noch nicht. Okay. Mit der werden wir dann noch später reden. Wir erstmal mal einen Encounter haben. Oha. Das ist natürlich jetzt fies, dass wir in den Kampf geraten. Oh, du siehst aus, als hättest du genau das Pokémon, das ich suche. In Höhlen und Tunneln findest du zweierlei auf jeden Fall. Zubat und Ruimaniacs. Ja, die finden wir. Mit euch wollte ich gar nicht kämpfen. Ich hoffe, ihr habt nicht ganz so viele Pokémon. 5 Stück. Also 3 und 2 sollten einigermaßen schnell erledigt sein. Besonders, wenn wir unser Schelgerein hier ein bisschen mit verwenden. Also machen wir hier mal ein bisschen Aquaknarre auf Nebulak. Und hier machen wir unser Rasierblatt auf euch beide zusammen. Schneller sind wir auch noch. Level 12 gerade mal. Oha. Level up, level up. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, die eine mitzunehmen. Vielleicht wäre es einfach wirklich besser gewesen. Ich glaube, wir nehmen die doch mit. Wenn wir jetzt auf einmal hier doch Doppelkämpfe treffen. Und dann mache ich halt das Ganze im Zweierlei. Und, tja, würde ich sagen, machen wir das Ganze so, dass wir, hallo Bronxel erstmal, dass wir dann letztendlich, was wollte ich jetzt sagen?
ja, unseren Encounter halt quasi Doppelkampf machen und das Ganze dann im nächsten Part. Dann ist das so. Dann ist das einfach so. Tja, also. Gyroball auf uns. Das hat nicht ganz so viel Wirkung. Das ist nicht ganz so stark. Ach ja, der Sammler, der hat Nebulak. Der sammelt sehr brav seinen Nebulak. Und wir zerbeißen das Bronze. Also Biss ist wirklich sehr hilfreich in diesem Move. Z gerade. In jedem Pokémon. Du kannst immer ganz gut auf das jeweilige Pokémon arbeiten. Sternschauer. Sternschauer möchtest du erlernen. Was bringt uns das denn, der Sternenschauer? Erstmal ist unser Spezialangriff viel schwächer. Das heißt, wir lassen Sternschauer weg. Und Chelsea macht Biss und dann ist auch Bronzel weg. Ciao. Und da haben wir euch. Oh, das war nicht das Pokémon, das ich gesucht habe. Deine Stärke hat was Geheimnisvolles. Tja, so ist das halt. Ja, dann gehen wir nochmal rüber. Also kurzer Cut und dann, ja, endet auch schon kurz darauf der Paar. Ich heiße Orisa. Ich wollte hier Pokémon fangen und habe mich verirrt. Ich habe schreckliche Angst. Bitte hilf mir und bring mich zum Ausgang, ja? Ja, so ist das Ganze. Orisa begleitet uns jetzt. Ich werde dein Pokémon immer bei bester Gesundheit halten. Sehr nett von dir. Und dann suchen wir unser Pokémon im nächsten Part weiter. Also, bis dahin und ciao!